hold earth. Won't you spare me over till another year? Wow, geiles Intro. Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben, denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Alles klar, tschüssi. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ja. Das mit den Bildern, das klingt wie die Totems bei Until Dawn, wo du sehen kannst, was passiert, wenn du falsch entscheidest. Boah, ich freue mich so, Alter. Leute, ich freue mich. Oh, nice. Brad, geistreich, Alex Bruder, unschuldig. Alex, motiviert, Brads Bruder, Julius Freund, und sicher. Tut mir leid. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Unsicher, nachtragend. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Ja, so meinte ich das ja jetzt nicht. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind... Tja, also, alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ja, komm hier. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann. Sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also... Sei cool. Kapiert? Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ja, ja. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Ha, Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Okay, hier können wir also wirklich auch die Beziehungen aktualisieren. Zwischen denen anscheinend auch wahrscheinlich. Conrad neidisch. Neidisch? Er? Neidisch, unschuldig, geistreich, ehrlich, besorgt, eifrig. Okay. Beziehung von Brad mit Fizz ansehen. Ach so, da können wir immer denn also so vergleichen, gucken, wie läuft's mit denen und dem und dem. Bilder haben wir noch keine, das wird es sein. Denke ich mal, wie die Totems in Until Dawn. Okay, gut. Hey, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Hau raus, Digga. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Oh, oh. Und ich weiß nicht, was richtig ist. Komm her, gib her, Junge. Hör auf den Bauch. Das ist immer Nummer one, überall im Leben. Hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Bauchgefühl. Hey. Julia, Conrads Schwester, Alex Freundin, unvorsichtig. Conrad, Julias Bruder, entspannt, tollkühn. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ha, ganz schön dick aufgetragen. Mimi hätte es auch getan. Ich werde seekrank. Nicht zögerlich sein. Wir kommen, wir sind mal ein bisschen noch ein richtiger Kerl halt. Cool. Super. Ich liebe Bier. Okay, ich liebe Bier muss ich jetzt nicht sagen, wenn du es nicht tust. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mastiff. Ruinier's nicht. Bist du schon mal getaucht? Nee, wir machen nicht. Ey, am Ende wollen die, dass wir alleine irgendwo runtergehen. Nee, wir müssen ehrlich bleiben. Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Conrad, ich werde jetzt nicht mehr stoppen. Leute, ich glaube, das wird auch sonst ein bisschen nerven, wenn ich jetzt übermache. Ich würde nur mal nochmal abchecken hier. Aber wir lassen es jetzt einfach immer durchlaufen, ne? Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Fliss, ungeduldig, Kapitän der Duke of Milan. Mutig. Duke of Milan. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Tja, okay, jetzt wissen wir, was das für eine Frau ist. Eine Taffe, die beim blöden Spruch einfach ihn umhaut. Okay, scheiße. Er verträgt's nicht. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Wenigstens Futter für die Fische. Oh Mann. Alex, jetzt spielen wir Alex. Wie wär's hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Er weiß, was er tut. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Okay, ich muss Eigenschaften aktualisieren. Den Tauchgang. Jetzt lockt mich das zu drücken, weil da sagt, Eigenschaften aktualisiert. Unsicher, eifrig, ungeduldig. Ja, trotzdem bleiben wir dabei. Wir werden höchstens, wenn länger mal was passiert ist... Oh, was haben wir denn hier? Brad sagte Alex, auf seinen Bauch zu hören. Ja, so ist es auch richtig. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Können wir etwa nicht? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann's kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Sieh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Ja, na klar. Wir schauen mal gleich nach unserem Bruder. Duke of Milan. Meilen, Milan. Durch die Öffnung können wir rein. Durch welche Öffnung? Du Ferkel. Du Versaute Sau, du. Kann nicht wahr sein. So, okay. Links und rechts. Oh, das ist gerade aber sehr langsam, gerade die Bewegung. Warte mal. Jetzt nimm doch mal hier. Da war doch eben da. Was machst du denn? Mach doch mal jetzt hier. So, jetzt. Fernglas. Ah. Oh, nice. Wir können selber rumgucken. Ah, wir können auch zoomen. Nice. Okay, hier ist überhaupt gar nichts. Wir sind hier komplett alleine draußen. Irgendwo hier weiter unten? Ist hier irgendwo ein Secret oder so? Wo auf einmal so eine... Wo dann irgendwie so eine... So eine Meerjungfrau auf einmal nackig da sitzt, so... Okay. Gut. Aber vielleicht irgendwann später mal. Hey, hey. Hi, Süßer. Erstmal hier. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Zeig mal her, Mann. Aha. Aha. Wo denn? Das hier oder was? Junge, wo? Sag mir, rede mit mir. Ich dachte, der redet jetzt mit mir darüber. Wollt ihr mich gerade verarschen? Was ist denn hier los, Mann? Ja, wir konnten eben das ja sehen. Bewege ich gerade den Finger? Das weiß ich gerade nicht. Okay, wir gehen dann noch mal durch. Noch einmal hier durch. Drück auch noch A. Nee, ich glaube einfach nur zum Abgeben. Ich dachte zuerst, wir müssen da irgendwie... ah ja, genau da, ja. Okay, danke. Oder müssen wir da doch noch was herausfinden? Hey, selber hey. Hey, na. Hey, wo ist sie denn jetzt hin? Ach nee, da ist sie noch. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Interessiert. Wir müssen ja bei unserer Freundin so interessiert bleiben und alles. Fürsorglich. Kann ich helfen? Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Oh oh, Zickenkrieg. Ja, sie verdient eine Stange Geld, würde ich jetzt nicht sagen. Bleiben wir erstmal cool. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will, zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provoziere sie nicht. Okay, ich stelle dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Und wir haben eine Zicke am Start. Die wegen einer Kleinigkeit ausrastet. Cool. Oh Mann. Wie war die andere? Ja, wir haben hier die neue Emily. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die neue Emily hier. Die Until Dawn gezockt haben. Wissen, was ich meine. So. Tut mir leid, ich muss jetzt mal gucken. Können wir hier... Warum kann ich es nochmal anwählen? Können wir hier jetzt noch was, irgendwas feststellen? Jetzt kommt Musik. Wo wir sagen können, oh, da, dies und das, ja, ja. Nein, Mann. Tut mir leid, ich muss mal anfangen, hier noch ein bisschen klarkommen. Da ist eine Lücke am Heck. Vor allem, wenn denn am Ende so ein Secret... Hey Jungs, Flaschen bereit. Ja, nee. Hoch die Flaschen. Nein, ich muss erst mit meinem Bruder reden. Nö, noch nicht. Hallo. Hi. Was geht ab? Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ja, wir bleiben locker. Wir bleiben dabei locker. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Weiß ich doch nicht, wie viel er davon hat. Ja, ich denke mal, er hat Erfahrung. Ja, ist er Taucher. Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Oh, jetzt können wir... Ja, wir bleiben mal still. Ich will jetzt nicht hier mit dir. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln. Und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Wir wollen sie nicht zu sehr hier provozieren, ne? Nicht irgendwie so, wir wollen ja hier kein Zickenmann sein. Wir sind ja nicht da, in dem Fall unsere Freundin. Aber was haben wir denn hier noch? Ah, ja, nimm einfach mal da ihr hier Dingsterbumster, ne? Ihr Personalausweis. Geburtsdatum. Tauchernummer. Größe. Gegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der Bezeichnung anzuleiten. Für jetzt schon gültig bis 21.12. Sieht nicht koscher aus. Was? Wieso? Wieso sieht es nicht koscher aus? Gut, dass wir alles angeschaut haben. Oder dass wir uns alles anschauen. Können wir sie darauf ansprechen? Nee, können wir nicht. Was haben wir denn hier? Kennst du dich damit aus? Nee. Er macht's einfach aus. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Ja, aber der größte Genie, es gibt da 10.000 Knöpfe. Geile Knöpfe vielleicht, ja. Oh, wo man vielleicht neugierig ist. Was ist das für ein Knopf? Was ist das für ein Knopf? Was drückt er für einen Knopf? Hey. Den Ausschalter. Hallo. Er drückt den Ausknopf. Profi. Echt. Komm, wir reden mal mit ihm. Hey, Brad. Where are you, my friend? Bro. Erhöht auf jeden Fall geile Pussy-Musik. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Was geht? Nein! Ist klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Ein Bier? Er ist unser Bruder. Also, mal ganz ehrlich. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Okay. Gucken wir uns mal weiter ein bisschen um. Was haben wir hier? Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Ja, erstmal rumstöbern. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. 5.000 $. Hoffe. Aber okay, ist ja seine Freundin, da darf er denn überall rumschnüffeln. Außer am Handy, das ist natürlich ein No-Go. Okay, alles klar. Okay, cool. Ich dachte, ich kann noch irgendwas machen, noch umdrehen oder so. Oder mal kurz öffnen. So, da haben wir aber hier noch eine Tür. Ein Türchen. Komm her. Jetzt noch alles so happy. Das wird später, glaube ich, richtig emotional. Gerade, wir haben da unseren Bruder, wir haben unsere Freundin, die aber mega zickig ist. Wir könnten sie eigentlich gleich Emily nennen. Ein Foto, ein Bild. Was haben wir denn hier? Ein Bild! Ein Bild! What the fuck? Heilige Scheiße. Ein Bild. Er ist irgendwo unter und steht auf in dem Raum. Er liegt und steht auf, da wo er gerade ist. Es ist unser Bruder Brad, oder? Ja, scheiße, was soll uns das jetzt sagen? Was soll uns das Bild jetzt sagen, Alter? Fuck. Was hat das Bild uns zu sagen? Ja, er liegt da und steht auf. Da in dem Raum, wo es ihm auch so schlecht ging. Naja, darüber können wir uns aber noch ein bisschen Gedanken weitermachen. Und ich würde sagen, dann sind wir auch bereit da für den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte, die passieren werden. Wir können ja gar nicht mehr reinlaufen zu ihm. Das war in seinem Raum. Sind wir auf jeden Fall bereit für die nächsten Schritte und können uns noch im Kopf durchgehen lassen in Ruhe. Für uns selbst. Was kann das bedeuten? Das ist ja wie ein Totem. Aber bei den Totems war sonst immer angezeigt, wenigstens Gefahr. Oder es ist tot oder eine Warnung. Jetzt ist da nichts. Naja, es fängt ganz leicht an, Freunde. Aber es fängt an, interessant schon zu werden. Weil man... Weinst du etwa? Oder ist es der Regen, der auf deine Oberlippe... ja... Die Beziehung ein bisschen aufzubauen gerade. Wir wissen Bescheid, wir haben einen Bruder. Mit unserem Bruder haben wir auch schon gespielt. Jetzt sind wir hier der. Wir haben eine Freundin. Den Captain kennen wir gar nicht. Die ist halt steinreich. Und darauf wollen wir anscheinend auch hinaus. Geil, die ist reich. Oh, da können wir denn mit ihrem Boot rausfahren, tauchen und alles. Und der andere Typi ist der Bruder von seiner Freundin. Glaube ich. Diese Puzzlestücke haben wir schon mal zusammen. Schlimmer wird's, wenn es ernst wird und wir uns dann auch noch bei Sachen entscheiden müssen. Ich will gar nicht darüber nachdenken, über Entscheidungen wie wen retten oder sowas. Oh, nee, danke. Aber kann passieren. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch zusammen und ich hoffe, ihr seid wieder am Start. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Haut rein und macht's gut. Ciao.